Wenn auch du ständig von Nackenproblemen und Nackenschmerzen betroffen bist, dann schau dir gerne dieses Video hier bis zum Ende an, denn ich möchte dir eine ganz neue Methode zeigen, wie du es schaffen kannst, mit Hilfe unserer Augen deine Nackenverspannungen zu lösen. Wenn das für dich interessant klingt, dann bleib doch gerne bis zum Ende dran und ich verrate dir Step by Step, was du machen musst, um diese Blockaden und Schmerzen zu lösen. Und damit herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Patrick von augentrainieren.com und ich zeige hier normalerweise auf diesem Kanal Übungen zum Thema Augen und Augengesundheit und wie du deine natürliche Sehkraft verbessern kannst. Und heute möchte ich dir aber mal eine Übung zeigen, wie du schaffen kannst, deine Nackenmuskulatur zu lösen, damit der Schmerzpunkt weggeht und das mit Hilfe unserer Augen. Denn das ist eine sehr, sehr neue und wie ich finde auch sehr, sehr gute und effektive Methode. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, dass das vielleicht auch für dich interessant sein könnte. Alles, was wir dazu benötigen, ist im Prinzip ein Stift. Wir können dazu aber auch unseren Daumen nehmen oder bekannt aus dem Augentraining einen sogenannten Fokussierstab. Die Augentraining schon länger verfolgen, wissen, dass ich mit diesem Fokussierstab hier sehr viel arbeite, einfach als Unterstützung, um die Sehkraft fokussierter und konzentrierter zu verbessern. Und bevor wir jetzt mit der Übung starten, möchte ich dir nochmal kurz erklären, was wir hier überhaupt machen, damit du es nachvollziehen kannst und am besten dann anschließend gleich mit mir mitmachen kannst. Dazu nimm mal deine beiden Finger und pack sie hier hinten an unseren Nacken quasi dort, wo so eine kleine Wölbung ist, an den Schädelansatz zwischen Hals und Kopf. Ja? Und wenn du da den Punkt gefunden hast, wirst du merken, wenn du sitzt oder auch stehst, ja, und deine Augen bewegst, also von links nach rechts oder von oben nach unten oder kreisend, dass dort hinten leichte Bewegung stattfindet. Heißt also, unsere Augen, um diese bewegen, muss unsere Nackenmuskulatur ja arbeiten. Und dort liegen zwei Nervenpunkte direkt nebeneinander, und zwar für unsere Nackenmuskulatur, dass wir unseren Hals bewegen können, ja, oder unseren Kopf vielmehr, und natürlich auch unsere Augen. Und in den meisten Fällen ist das ja verspannt oder eben auch nicht mehr synchronisiert, denn wir müssen ja, um in eine Richtung zu gucken, nicht nur unsere Augen bewegen, sondern auch unseren Kopf, ja? Und dadurch ist das eben naheliegend, dass diese beiden Nervenkerne hier hinten nebeneinander sozusagen benachbart sind. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie wir es schaffen können, eben diese Nackenprobleme mit Hilfe meiner Methode diese Blockade lösen kann. Dazu nehme ich, wie gesagt, einen Fokussierstab. Wie gesagt, du kannst auch den Daumen nehmen oder einfach einen Kugelschreiber oder einen sonstigen Stift. Wichtig ist nur, dass du so eine kleine Schrift hast wie ich. Also irgendwas, wo du dich drauf fokussieren kannst, kannst du auch auf deinen Fingernagel fokussieren. Es ist nämlich wichtig, dass wir gleitende Bewegungen haben und unsere Augen die ganze Zeit auf den einen Punkt schauen. Nicht, dass wir so sprunghaft gucken, weil dann ist diese Entspannungsmethode eben nicht so effektiv. Also Ausgangsposition, wir stecken vor uns den Fokussierstab, muss auch nicht besonders weit sein, das reicht so, dass du es gut erkennst und dann bewegst du deine Augen und deinen Kopf gleichermaßen in eine Richtung. In meinem Beispiel mache ich das jetzt von mir aus gesehen rechts und gehe dann in die linke Position. Bei dem häufigsten Fall ist es nämlich so, dass wenn wir Nackenprobleme haben, sicherlich kennst du es auch von dir, dass man dann anfängt, irgendwie seine komischen Verrenkungen zu machen. Das ist auch grundsätzlich nicht verkehrt. Nur häufig werden unsere Augen dabei vergessen, weil, wie gesagt, die steuern ja einen großen Teil auch und tragen dazu bei. Und dann bewegen wir uns, wie gesagt, zwei, dreimal in jede Richtung. Und wie gesagt, mach das in fließenden Bewegungen und auf gar keinen Fall zu schnell. Und das Ganze kannst du dann auch nochmal, kann zum Beispiel deinen Stift auch schräg nehmen, einmal nach oben und auch einmal nach unten zu machen, also Richtung Brust sozusagen. Soweit es eben geht, mach das erstmal, wo du merkst, okay, da sind noch leichte Verspannungen. Du musst nicht absolut in den Grenzbereich gehen, sondern es reicht wirklich auch, dort einfach ein bisschen Luft zu lassen und bei der zweiten, dritten Wiederholung gehst du dann einfach etwas weiter, ja? Und du wirst merken, dass sich das schon mal ein bisschen befreiter anfühlt, aber das ist nur der erste Teil dieser Methode. Der nächste Schritt ist nämlich, dass wir das Ganze einmal für jede Seite machen. Also sprich, wir teilen jetzt unsere Gesichtshälfte einmal in der Mitte auf, halten wiederum den Fokussierstab vor uns, bewegen den nach oben und dann bewegen wir uns aber von oben nach unten und halten bei der Hälfte an. Dann Ausgangsposition wieder nach oben, soweit es geht. Unsere Augen und unser Kopf verfolgt
den einen Punkt, den wir uns anfokussiert haben, und bewegen dann in schön fließenden, langsamen Bewegungen und versuchen so auch unsere Nackenmuskulatur mit unseren Augen wieder zu synchronisieren, dass einfach das Sehen, wenn du jetzt in die Ferne oder nach links oder nach rechts schaust, dass es besser geht, ja, dass du merkst, okay, das geht viel schneller, wenn du in eine Richtung guckst als vorher. Und da ich das gerade jetzt schon gemacht habe, muss ich sagen, ich merke schon, die rechte Seite ist schon viel entspannter und jetzt freue ich mich schon auf die linke Seite zu machen. Und dann machen wir natürlich das Gleiche. Wir gehen einmal in Ausgangsposition und gehen von oben links nach unten rechts, ja. Und dann sind wir in der Ausgangsposition angekommen und gehen wieder von oben über die linke Seite nach unten. Und das kannst du auch 3-4 Mal wiederholen. Ich würde dir am Anfang empfehlen, das nicht zu oft zu machen, denn man braucht einfach Zeit. Ja, das ist ganz normal wie jedes andere Training auch. Ob man zum Fitnessstudio geht, man soll nicht von 0 auf 100 in wenigen Sekunden machen, sondern man steigert sich Stück für Stück. Aber du wirst merken, wenn du das gemacht hast, dass auf jeden Fall einige Blockaden weg sind und du dich auf jeden Fall total frei fühlst im Nacken. Und wenn du das gemacht hast, dann können wir das Ganze auch nochmal wiederholen, indem wir das Ganze jetzt in ein Gesamtbild machen. Ja, wir haben das ja vorhin aufgeteilt und jetzt machen wir das den letzten Schritt sozusagen. Und wir gehen wieder Ausgangsposition, einmal nach oben, über rechts, nach unten. Und jetzt bewegen wir das Ganze in die andere Richtung. Und du kannst auch natürlich das Ganze mal auch wieder in die andere Richtung machen, also sprich spiegelverkehrt zu gerade eben, ja, so dass du wirklich in allen Regionen das einmal gemacht hast, also im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, ja. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, was du von dieser Übung hältst, ob deine Nackenprobleme weggegangen sind. Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Wenn dir diese Übung gefallen hat, gib mir dann gerne Motivationsdaumen nach oben. Das freut mich natürlich dann sehr. Abonniere auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und schreib mir auch gerne, ob du weiter solche ganzheitlichen Übungen sehen möchtest.